Manchmal ging der erste nicht richtig rein, das eins auf zwei hakt, das eins nicht reingeht. Wirklich eine Empfehlung ist, Mikrokeramik macht das, das Wagner Mikrokeramik macht das in Schaltgetriebe rein. Es ist, ihr werdet es lieben, das eins nicht reingeht, ist wieder vom Tisch. Es ist einfach weg. Das ist so geil. Und ja, bei meinem Auto habe ich ein wenig Vorsorge betrieben. Und zwar habe ich erneut, jetzt nach 50.000 Kilometern, mein Schaltölgetriebe gewechselt. Und ich denke mal, so 50.000 Kilometer ist doch echt für ein Schaltgetriebe ist nicht viel. So. Na, ich habe es ja vorher bei 90.000 gemacht. Dann dachte ich, ja, okay, komm, machst du mal neu. Ne? Also, warum wollte ich es neu machen? Und zwar, ich hatte Schwierigkeiten manchmal, den ersten und wieder 1 auf 2 wurde irgendwann ein bisschen hakliger und manchmal ging der erste nicht richtig rein, das übliche Spiel wie damals, und der zweite war ein bisschen hakliger zu wechseln und der Rest hat eigentlich sehr gut funktioniert und dachte ich mir so, okay, machst du das einfach mal neu, vielleicht hilft das ja. Und ich habe euch ja erzählt, dass ich in dem Schaltgetriebe habe ich ja damals gewechselt in zwei Etappen, also einmal nur neue Schaltgetriebeöl rein und dann in das 3000 Kilometer alte Schaltgetriebeöl, dann nochmal das Mikrokeramik rein. Und der jeweilige Step von alt auf neues Öl war echt spürbar und neues Öl nochmal mit Mikrokeramik war nochmal viel mehr spürbar. Das war richtig geil zu schalten dann. Und das Ganze habe ich natürlich jetzt nochmal gemacht, natürlich mit Mikrokeramik. Also 50.000 Kilometer später einmal das Öl abgelassen. Wie das Öl aussah, blende ich euch einmal ein. Also das Öl war schon schwarz, also es war schon sehr, sehr dunkel. Nach, wie gesagt, 50.000 Kilometern. Und das Mikrokeramik hat man aber drin gesehen. Man hat halt gesehen, das glänzt und glitzert so ein bisschen das Zeug. Und ja, ich hätte nicht gedacht, dass es doch so dunkel rauskommt nach, sage ich mal, so kurzer Zeit. Weil man ja eigentlich denkt, Schaltgetriebeöl, ja, nach 100.000 kann man es mal machen. Ich habe jetzt sogar noch weniger gemacht, also 50.000 Kilometer. Und schaut euch das Öl an, das ist schon recht dunkel, aber jetzt nicht pechschwarz. Das war aber schon ein bisschen Abrieb im Zeug mit drin. Und mit dem neuen Schaltgetriebeöl und das Ganze natürlich in Verbindung mit Mikrokeramik ist meine Schaltung wieder butterweich, sie flutscht wieder und das Problem mit dem Haken, das 1 auf 2 hakt, das 1 nicht reingeht, ist wieder vom Tisch. Das ist einfach weg. Und es ist so geil und das ist eine ganz leichte, einfache Reparatur, um in dem Schaltgetriebe ziemlich viel ja, Fahrfreude wieder mehr dazu zu generieren. Und ich hätte nicht gedacht, dass, sag ich mal, nach den 50.000 Kilometer das Öl schon so durch ist, dass es zu Problemen führt. Ich dachte, vielleicht, keine Ahnung, ist das Gestänge mal ausgeleiert oder irgendwie weiß ich nicht, was da jetzt dran ist. Also ich dachte, vielleicht das Getriebe irgendwann auch mal seine Schwierigkeiten macht oder was auch immer. Weil nach der Nordschleife und so, da ist ja immer Belastung und wie ich Gänge reinzimmer und immer Zwischengas und Downshifting und so. Das, mein Getriebe arbeitet ein bisschen mehr als ein Standardgetriebe, so wie ich damit halt umgehe. Und da dachte ich, ja, was leidet die Technik mehr drunter? Aber die Lösung war in dem Fall tatsächlich, frisches Öl reinmachen in Verbindung mit dem Mikrokeramik. Und die Probleme sind weg. Das ist so geil. Also ich bin super happy und es schaltet sich einfach viel geiler, viel flüssiger, viel sanfter. Und das ganze Getriebe fühlt sich einfach wieder, ja, wie soll ich denn, vitaler an. So, das fühlt sich gesünder an. Und die Probleme mit den hakeligen Gängen ist auch verschwunden. Also eigentlich eine sehr gute Kombination. Ich stehe jetzt mitten auf dem Bürgersteig, weil die hier alle fahren. Oh. Ja, und das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache, dass man eigentlich, was habe ich gezahlt? Ich habe jetzt mir das Original BMW Schaltgetriebeöl gekauft, das blende ich einmal ein. Ich habe mir insgesamt 2 Liter geholt, weil Füllmenge ist 1,3 Liter. Du hast natürlich dann noch die Pumpe, mit der du das halt reinspritzt. Und da ist auch nochmal Schlauch und ein bisschen Volumen und dann drückt sie ja auch nicht komplett zu. Von daher brauchst du da halt ein bisschen mehr Menge und jetzt habe ich 2 Liter gekauft und das habe ich dann natürlich mit dem Mikrokeramik angemischt. Mikrokeramikanteil 10%. Das habe ich vorab gemischt und dann halt mit der Pumpe aufgesogen und dann halt reingepumpt und natürlich das alte vorab gelassen. Und das war es auch schon. Man füllt es so lange auf, bis es wieder ausläuft. Machst du zu und dann ist das Thema auch schon wieder erledigt. Es ist eigentlich ein relativ einfacher Wechsel, wenn man mal die reinen Materialkosten anguckt. Das BMW, Schaltgetriebe, Öl, Original BMW.
kosten 20 der Liter. Man kann, glaube ich, auch von Castrol eins nehmen oder von Rovoöl oder sowas. Die haben ja auch einen sehr guten Ruf für Getriebeöle, gerade bei BMW. Das machen die auch echt gut, aber ich habe einfach das originale BMW genommen. Mit den anderen Ölen wäre man sogar noch ein bisschen günstiger unterwegs. Also 40 Euro für das Öl, Mikrokeramik, kann man sich die kleine Dose kaufen, 300 ml Dose. Ich glaube, die liegt bei 35 Euro. Und dann, ja, dann halt ein bisschen Werkstatt, aber das ist eigentlich eine Schraube lösen, eine Schraube öffnen, einmal reindrücken, natürlich die hier vorher zumachen, dann die zumachen und dann ist man auch durch. Und man kann natürlich auch sich mäßig selber so eine Pumpe, so eine Spritze kaufen, basteln, dann kann man sogar selber machen. Oder man hat eine Werkstatt, eine freie, das kann eigentlich jeder. Man hat halt Einfüll- und Ablassschraube und von daher ist das relativ kostengünstig zu erledigen. Und fühlt so wesentlich mehr Freude beim Schalten. Also ich bin sehr happy damit. Das wollte ich euch einmal in Kenntnis setzen, dass ihr für relativ schmale Kasse eine ziemlich gute Reparatur hinkriegt, wenn ihr solche Probleme habt. Und wirklich eine Empfehlung ist, Mikrokeramik macht das, das Wagner Mikrokeramik macht das ins Schaltgetriebe rein. Es ist, ihr werdet es lieben. Ich habe das schon von einigen Leuten, gehört, die ich gesagt habe, macht das. Und sie meinen so, es ist wahnsinnig, wie gut das funktioniert. Und wie besser das Schalten geworden ist. Also, und einige haben es genauso gemacht wie ich beim ersten Mal. Also erst Ölwechsel und dann nochmal Keramik rein. Und das Keramik hat einfach nochmal den Ölwechsel gesteigert. Und das ist auch eigentlich genau das, was man will. Man möchte doch einfach ein richtig gut funktionierendes Schaltgetriebe haben. Das wäre mein Tipp. Egal ob auch Golf oder BMW, das gilt für alle Autos. Schaltgetriebe, das ist echt ein gutes Zeug. Macht das damit rein. Ansonsten, ja, das wäre es einmal soweit von meiner Seite. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen, ein bisschen was mitnehmen und meine Erfahrungen habe ich ein bisschen weitergebracht. Und dann abonniert meinen Kanal, liked das Video und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, Jungs. Peace.